Wiener Schnitzel gibt's heute im legendären Gasthaus Fickelmühler. Im Schnitzelbacken hat Küchenchef Markus Brunner viel Übung. Denn das Wiener Schnitzel gehört auch im neuen Fickelmühler-Lokal am Luckeck zu den gefragtesten Gerichten. Ein paar hundert pro Tag werden hier zubereitet. Wir verwenden den Kalbschluss. Das ist eben ein Teil vom Schlögel, der hinterste Teil vom Schlögel. Der ist besonders klein, aber besonders zart. Und während Chefkoch Markus Brunner das Fleisch in 1 bis 2 cm dicke Scheiben schneidet, ein Überblick über die Zutaten. Neben dem Fleisch braucht man Butterschmalz, griffiges Mehl, Eier, Brösel und Salz und für den klassischen Erdäpfel-Vogelsalat Zwiebel, Schnittlauch, Essig und Öl, Senf, Salz und Pfeffer und Zitrone zum Garnieren. Das Geheimnis einfach frische Zutaten und viel Liebe beim Kochen. Die Liebe zeigt sich beim Schnitzel zubereiten zunächst etwas roh. Der Fleischklopfer kommt zum Einsatz, aber mit der glatten Seite und Frischhaltefolie zum Schutz der Schnitzel und der Küche. So bleibt auch die Küche schön sauber. Der nächste Schritt schon das Panieren. Also ich tue die Eier nur ganz leicht versprudeln. Viele fallen mit dem Stabmixer rein. Da wird aber eigentlich die Struktur vom Ei komplett zerstört und es souffliert dann nicht mehr so schön. Jetzt das Fleisch salzen. Dann zuerst in griffiges Mehl. Und vorsichtig durch das versprudelte Ei ziehen, in die Bröseln damit und die nur leicht andrücken. Meiner Mutter musste ich immer helfen am Sonntag beim Schnitzel panieren. Dafür war ich dann vom Geschirrspülen befreit. Das war mir sehr recht. Markus Brunner ist in Raboltenkirchen im niederösterreichischen Tulnerfeld groß geworden. Die Wiener Küche auch dort zu Hause. Ganz wichtig ist einfach die Pfanne immer schöner durchschwenken, damit das Butterschmalz gleichmäßig über die Panier drüber laufen kann. Schnitzelbacken, kein Geheimnis, aber ein paar Dinge sollte man beachten. Das Fett darf nicht zu heiß sein und die Panier nicht anstechen. Nicht mit der Gabel rausnehmen, sondern wirklich mit 2 Löffeln. Die klassische Beilage zum Wiener Schnitzel kann gut vorbereitet werden. Der Erdäpfel-Vogelsalat, keine große Sache, braucht nur Zeit und das gewisse Etwas. Für die Wiener Marinade Zucker, ganz wichtig. Und wenn dann alles fertig ist, Mahlzeit aus Wien. Küchenchef Markus Brunner kann seinem Schnitzel auch nur schwer widerstehen. Einmal in der Woche ist Pflichttermin.